Willkommen zum Kinderpodcast von und für Kinder. Mineas Gedanken zur Gute-Nacht-Geschichte. So, dann lasen sie ihm einige der Heldentaten vor, die von seinen Dienern vollbracht worden waren. Wie sie Reiche unterworfen, Gerechtigkeit geschaffen, Verheißungen erlangt, Löwen die Mäuler gestopft. Wer hat denn eigentlich Löwen die Mäuler gestopft? Wo war das denn passiert? Wo soll ich das wissen? Gibt es keine biblische Geschichte, wo Löwen die Mäuler gestopft wurden? Nein. Daniel. Ich wusste es. Und sozusagen haben die den nicht gefressen. Das heißt, Gott hat den Löwen die Mäuler gestopft. Und trotzdem, ja, komisch. Die haben Löwen, die mussten schon die ganze Zeit in der Grube bleiben. Und hatten Hunger. Und haben die doch nicht gegessen. Tosende Flammen gelöscht hatten und scharfen Schwertern entkommen waren. Wie sie aus Schwachheit stark geworden waren, sich im Kampf zu großer Tapferkeit aufgeschwungen und die Armeen der Fremden in die Flucht geschlagen hatten. Weiter lasen sie ihm, Christ natürlich, aus anderen Aufzeichnungen des Hauses vor, aus denen hervorging, wie bereitwillig der Herr jeden in seine Gunst aufnahm, selbst wenn der Betreffende ihn und seine Taten aufs Ärgste bekämpft hatten. Oh, das ist aber ein netter Herr. Also selbst wenn einer so gegen den ist, dann nimmt er den trotzdem auf. Kennst du deine Geschichte aus dem Neuen Testament? Saulus von Tarsus. Jesus fragt ihn, was verfolgst du mich? Und dann fällt er vom Pferd und wird blind. Das heißt, selbst die Jesus... Was? Wie hat er den verfolgt? Indem er gegen die Christen war. Jesus war ja schon in den Himmel aufgefahren. Und für Jesus ist jeder Christ er selber. Komisch. Interessant. Auch von vielen anderen berühmten Dingen wurde berichtet. All das bekam Christ zu sehen. Altes und Neues, Prophezeiungen und Voraussagen, die unweigerlich eintreffen werden. Den Feinden zur Furcht und zum Entsetzen, den Pilgern zum Trost und zur Erquickung. Am nächsten Tag führten sie ihn in die Rüstungskammer, wo sie ihm allerlei Ausrüstungsgegenstände zeigten, die der Herr für Pilger bereithielt, wie Schwert, Schild, Helm, Brustpanzer, Beten ohne Unterlass und Schuhe. Und Schuhe, die sich nicht abtrugen. Oh, wie Schuhe, die sich nicht abtrugen? Was ist das? Ich kann nicht ablaufen. Okay. Gibt es eine Geschichte in der Bibel? Mhm. Kennst du eine? Sag mal. Nö. Im Alten Testament sind die 40 Jahre rumgelaufen, die Kleider wurden nicht abgenutzt, die Schuhe nicht abgelaufen und alles. Weil die das verheißene Land suchten. Ich weiß. Da war das nämlich. Stell dir vor, du hättest Schuhe, die nie sich ablaufen. Dann könnten deine Kindeskinder, Kinder, dann könnten die sagen, von der von Eva haben wir noch ein paar Schuhe. Das wäre was, oder? Nicht? War 2000, 30.000 und wenn die es da immer noch geben wird, da wäre ja schon der letzte Weltkrieg. 30.000. Das sind... Du meinst bei Adam und Eva die Zeit bis dahin? Oder was meinst du mit 30.000? Es gibt ja jetzt gerade 2000. Jahre bis Jesus. Nein. 2000 Menschen. Nein, 2016 ist es ja gerade. Also 2000. Und wenn es dann 2003 ist, dann ist es ja ein ganzes Jahr. Jahrtausend. Ja. Und so alt werden die Schuhe. Und die werden immer noch gut. Und vielleicht noch ein bisschen stinken, aber... Dann. Aber sie könnten ja kaputt gehen. Wenn die sich nicht abnutzen.
Ja, wenn man geht, aber man könnte sich ja zerreißen oder Okay. zertrümmern. Aber so Klamotten, die sich gar nicht abnutzen, das gab es ja damals schon und das war vor Jesus sogar. Also das ist eigentlich schon 4000 Jahre her, mindestens, oder vielleicht sogar 6000 Jahre her. Und da gingen die ja durch die Wüste und dann haben die das verheißene Land nicht gefunden. Aber die Kleider nutzten sich nicht ab. Und die Schuhe. Und dann hättest du Schuhe von deinem Urma. Und die wären noch cool. Hey, aber nicht mehr innen. Meinst du, die wären nicht mehr innen? Jetzt gibt es doch Nike-Schuhe und alles. Die gab es früher nicht. Ach so. Und meinst du, die sind heute besser? Nee, die nutzen sich ja ab. Könnte man lila oder rot anmalen und dann. Die von früher und dann werden die wieder in. Nike-Zeichen drauf. Nike-Zeichen drauf, klar. Auf die Schuhe von Josua und Kaleb und wie sie alle heißen. Und vielleicht die Frauen, weiß ich die Namen jetzt nie. Nike-Zeichen. Und dann Nike-Zeichen draufmalen und ein bisschen anmalen, dann sind sie wieder in. Und dann bräuchten wir nie. Und Wäsche, ein Kleid von denen, von früher, von vor 6000 Jahren. Was haben die denn für Kleider gehabt? Ich glaube, die hatten aber guten Stoff. Baumwolle. Müsste man aber waschen. Meinst du? Die stinken doch. Ah, stimmt ja, die stinken Muss man eindeorieren. ja. Ein was? Eindeorieren. Eindeorieren. Mit Deo-1 sprühen. Ja, coole Idee. Und natürlich waschen. Da ist ja der Rest taub von vor 6000 Jahren dran. Und an mir deine Spucke. Oh, Verzeihung. Obwohl zwischendurch die Leute haben die ja auch gewaschen. Deine Mutter, deine Großmutter, deine Ur-Ur-Großmutter, deine Ur-Ur-Ur-Großmutter, die haben die ja auch immer gewaschen. Und die nutzen dich auch nicht ab beim Waschen. Aber ob es deine Größe wäre? Ach, da waren ja Kinder vielleicht. Mädchen. Was haben die für schöne Kleider? Die haben bestimmt auch bunte Kleider gehabt, oder? Mit zur Verzierung. Die konnten das doch bestimmt auch schon vor 6000 Jahren, oder? Und Arab. Nee, ach, ich weiß genau, wie die hießen. Das ist doch wohl völlig klar. Menea. Woher kommt denn der Name? Ich glaube aus dem Arabischen. Und dann gab es eine Menea und 6000 Jahre später wieder eine. Dann trägst du von deiner Namensschwester. Schwester. Namens. Ne, kommt ja, eigentlich kommt man ja nicht von der Schwester, man kommt ja von der Mutter, also von der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma und auch Namensschwester. Trägst du dann ein schönes Kleid und alle Leute, boah, voll in, ey, wo hast gekauft? Und du, bei H&M oder war billig von E-Center oder ist schon 6000 Jahre alt. Jo, ist klar, ne? Ja, die Kleider müsste man haben, oder? Braucht man nie neue. Aber dann werden sie die doch, Warum? wenn sie jetzt so klein werden. Ach, wenn sie dir zu. Ach ja, stimmt, die gibt es ja dann deine Tochter. Können wir jetzt weiterlesen? Ja. Das war der Kinderpodcast von und für Kinder. Heute mit. Mineas Gedanken zur Gute-Nacht-Geschichte.